Es ist morgen um 4 ab 5 Uhr. Die Cool Dreams gehen in die Eishalle trainieren. Der Dario ist fit. Ja, jetzt kann er schlafen. Und es ist eigentlich gut. Es war nicht viel früher als in der Schule. Andere sind noch nicht so wach. Ja, nicht so viel. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben zu schlafen. Aber dann wir haben wirklich nicht geschnurrt. Nein, wirklich. Dann gedacht, zum Schlafen. Aber irgendwie... Ja, wir haben jetzt auf den Schlaf gewartet, aber das ist auch nicht gegangen. Oh. Jetzt sind wir müde. Ja. Ja, jetzt sind wir. Heute ist für Cool Dreams der wichtigste Tag im Jahr. Sie haben sich lange auf diesen Tag gefreut und hart für einen Wettkampf trainiert. Jetzt kommt aus, ob sich das alles gelohnt hat. Arme nach dem Viereck. Dario. Arme nach dem Viereck. Wann kommen Sie rein? Auf 7. Ein paar sind spät. Nach die Schritte. Jedes Team hat die Chance, vor dem Wettkampf noch mal zu trainieren. Auch die Konkurrentinnen der Cool Dreams, die Ladybirds, sind am Morgen früh da. Anfang aufstellen. Gut. Information. Abstand, Rundenkreis. Am Tag des Auftritts gibt es immer noch Sachen, die nicht gut sind. Spannung in den Armen, Kopf auf. Drehen, immer noch Kopf auf. Nicht? Am Morgen um 6 Uhr ist es auch nicht so einfach, sich zu konzentrieren. Ein paar sind noch ein bisschen, gleich noch ein bisschen müde und noch nicht ganz so konzentriert. Jetzt sehen wir es, wie es auf dem Eis läuft. Es ist wichtig, dass jedes Team schon mal auf die Eisfläche kann vor dem Wettkampf. Die ist nämlich nicht in allen Eishallen gleich gross. Wir haben das Eisfeld jetzt ja noch nie gesehen. Es ist recht klein, habe ich gemerkt. Ich bin ein bisschen viel zu gross gelaufen. Darum sind die anderen fast in die Band rein. Das Team muss jetzt schnell umdenken und sich an das kleinere Feld gewöhnen. Bei der Probe läuft noch etwas anderes rum. Sie sind völlig neben dem Takt. Und das ihre Hauptprobe. Hast du gesehen, am Schluss sind sie ja, sehr lange da gestanden. Das ist, haben sie alles vorher zu viel gemacht. Also zu schnell gemacht. Ja, ihr seid schon hier. Hat es angefangen. Seid ihr schon zu früh gewesen? Trainerin Svenja glaubt trotzdem, dass es am Wettkampf dann auch besser läuft. Sie hofft sogar auf einen Podestplatz. Die Erwartung ist eigentlich möglichst der dritte oder der vierte. Aber Rang ist ja immer eigentlich. Das kann man nicht beeinflussen. Sie können nur ihre Leistung beeinflussen, was die anderen machen. Das sieht man dann. Das Team selber ist nach diesen zwei Patzer etwas verunsichert. Schlittenhunde und Skiöhringrennen in der Lenzer Heide. Bis Anja startet, bleibt noch etwas Zeit, um mit der Leica Gassi zu gehen. Das ist wichtig, dass sie nicht während dem Rennen plötzlich muss. Die Leica kann etwas, was andere Hunde nicht können. Sie kann also ein Säckchen selber in den Kübel tun. Langsam lecker. Mal schauen, ob sie es hier kann. Lecker. Oh, das ist drauf. Lecker, nimm. Lecker, nimm. Nimm. Kübel. Kübel. Lecker, Kübel. So ist fein. Das ist Teamwork. Beim Rennen ist jetzt auch gerade Teamwork gefragt. Die Anja selber ist am Abend vorher krank geworden. Es geht ihr immer noch nicht so gut. Umso mehr ist sie jetzt auf die Leica angewiesen. Ich hätte noch nie gegeben, Rennen, dass sie nicht will. Aber im Training hat es jetzt halt eben beim Unterboden mal gegeben, dass sie einfach nicht will. Ich kann das ganze Auge in eine neutrale Farbe machen. Innen und oben durch. Innen und oben durch.
Kurz vor dem Wettkampf sind Cool Dreams wieder im Hotel. Mach mir das auch, dann weiss ich wie. Sie tun sich gegenseitig schminken. Ich finde, es ist ein bisschen teambildend. Nach der Probe, die vorhin nicht so gut gelaufen ist, machen sie sich jetzt natürlich Gedanken, was sie nach am Wettkampf besser machen können. Immer viel Ausstrahlung, immer lächeln und konzentrieren und Schritte richtig machen und möglichst nicht umkehren. Dass es keine Minuspunkte gibt. Ja, und einfach schauen, wo die anderen sie ausrichten. Und Ausdruck finde ich, ja, das ist sicher. Die Cool Dreams wissen, dass die anderen Teams so gut sind. Vor allem die Ladybirds. Wenn sie die heute schlagen wollen, muss einiges passieren. Sie müssen viel Stürze haben. Oder einfach auch nicht einen guten Tag haben. Oder einfach einen grossen Fehler haben. Also, wir wünschen es ihnen ja nicht. Aber ja, aber. Ja, es wäre schön für uns, aber ja, es wäre blöd für sie. Ja, wenn sie Punkte bekommen, wäre es blöd für sie. Aber es ist irgendwie auch ein bisschen, ich weiss auch nicht, unfair. Ja. Vor dem Wettkampf haben wir sie geschlagen, weil sie wirklich einfach ganz manchmal umgekehrt. Und das, ich weiss auch nicht. Letztes Jahr in Rouen, ja genau. Es wäre gut, wenn wir auf einen Podestplatz kommen würden. Aber die anderen Ränge sind ja gut. Man schaut ja nicht immer nur auf den Rang, man schaut auf die Punkte. Je näher der Wettkampf kommt, desto nervöser wird das Team. Beim Aufwärmen werden die Cool Dreams plötzlich unsicher. Die einfachsten Sachen sind auf einmal wieder unklar. Immer noch weiter drehen. Ihr könnt es. Ganz ruhig. Ihr wisst, wie es geht. Wir haben alles besprochen. Ihr fahrt genau euer Muster ab. Gar nicht gross, geht sonst nachdenken. Das ist genau das Problem. Sie machen sich viel zu viele Gedanken, was alles könnte schief gehen. Ruhig. Komm schnell her. Hey, alle, komm schnell her. Hey. Ganz ruhig. He? Jetzt nicht anfangen hässeln und Stress. Ihr könnt es. Einmal tief durchschnaufen. Ihr könnt es. Nicht verrückt werden. Ihr seid nur gestresst. Ihr könnt es, ihr zeigt das, was ihr könnt. Und ganz ruhig. Jetzt stehen alle an ihre Position. Einfach herstehen. Nichts anderes als sonst. Aber es war vorher echt die Situation plötzlich. Und dann weiss ich plötzlich auf Sachen. Aber es ist doch so, oh nein, wie ist es jetzt schon wieder auf alles anfangen, hinterfragen, wie alles ändern. Und dann wird es dann ein bisschen riskant. Nein, machen das, was ihr immer gemacht habt und nicht etwas anderes. Und es ist manchmal noch schwierig, wieder runterzubekommen. Ja, jetzt ist es gerade recht schlimm, weil wir sind recht müde das ganze Team. Das merkt man auch. Darum sind wir jetzt ein bisschen nervös, es könnte auch sein, die Hose gehen. Zurück bei Anja und Leica, ein paar Minuten vor dem Rennen. Anja geht es nicht gut. Sie fühlt sich schwach. Aber starten will sie trotzdem. Sie setzt jetzt einfach voll auf die Leica. Die muss Tempo machen. Die Leica ist heute zum Glück gut drauf. Sie weiss, dass sie jetzt gerade losrennen kann. Okay, fein, das Rennen läuft gut. Anja reißt sich zusammen, trotz dem Hausweh und der verstopften Nase. Und die Leica zieht, als würde sie wissen, dass es ihr um etwas geht. Im Ziel angekommen, ist bei Anja die ganze Energie draussen. Ich habe jetzt halt einfach Halsweh. Für die Leica gibt es die verdiente Belohnung. Und Anja schläft im Wohnwagen ins warme Bett.
das Rennen war eigentlich gut. Jetzt ist alles gut gelaufen. Jetzt geht es mir halt nicht so gut. Ist nicht gut? Ja. Gut. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir heimgehen. Okay. Wir können den Maurin sein Auto haben. Ich auch. Wieso? Ich will da bleiben. Tanja will mit ihrem Bruder Adrian da oben bleiben. Hallo? Sie wird dich überzeugen, sie wird da bleiben. You wanna stay? Ja. Sie würde die Drangverkündigung verpassen. Ich will noch etwas trinken. Jetzt muss sie nur noch die Eltern überzeugen. Bitte, Mama. Hektik in der Kabine der Cool Dreams. Im Hintergrund läuft ihre Musik, sodass sie im Kopf noch einmal die Kür durchgehen können. Seid ihr bereit? Viel Zeit haben sie jetzt aber nicht mehr. Sind alle genädelt, alle tapet. Genädelt, tapet. Die Jury ist bereit und das Publikum wartet gespannt. Die Preisrichter beobachten gut und geben Punkte. Es ist gut gelaufen für die Cool Dreams. Kein Sturz und keine größeren Fehler. Direkt nach der Kür gibt die Jury die Punktzahl bekannt. Das Team ist gespannt. Die Cool Dreams hätte sich mehr erhofft. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, wir sind gut gefahren, super gefahren und ich hatte mehr erwartet. Wir sind auch nicht in der Schweiz und denen gefällt es halt und denen gefällt es nicht. Wir können ja schauen, was die anderen für Punkte haben. Es bleibt also spannend. Auch die anderen Teams zeigen natürlich ihre beste Leistung. Das sind die Ladybirds. Wenn es bei ihnen jetzt noch einen Sturz gibt, haben die Cool Dreams die Chance auf den zweiten Platz. Aber auch sie machen fast keine Fehler. Warten auf die Rangverkündigung. Die Cool Dreams hoffen auf einen Podestplatz. Aber das sind sie nicht die Einzigen. Auch die Ladybirds hoffen auf einen guten Rang. Für sie sind die Cool Dreams die grössten Konkurrenten. Ich habe sie in Neuenburg gesehen. Und dort waren sie wirklich sehr gut. Im Wohnwagen wird immer noch diskutiert. Ich könnte jetzt einfach da bleiben. Nicht heim. Da läuft etwas mehr als daheim. Was sagt sie? Da läuft etwas mehr. Bei uns ist es langweilig. Ich bin der Meinung, es macht mehr Sinn, dass sie jetzt heimkommt. Jetzt ist sie eine Woche krank gewesen schon. Und dass sie nicht die ganze Zeit nachher in der Schule fehlt.
Ah nein, jetzt gehen wir heim. Ich fehle ja nachher nicht. Ich habe nur den Pflüssel. Ja. Wieso glaubst du mir es nicht? Also mega viele Leute in der Schule den Pflüssel und Hase. Ich bin dann nicht wegen dem Heim. Also bleiben daheim. Ja, ich finde es nicht eine so gute Idee. Ich hätte eigentlich lieber, dass sie heimkommt, sich wieder dort auskurieren und dann kann sie am nächsten Rennen wieder, ist sie wieder voll fit dabei. Nein, ich will nicht heim. Treffen wir uns draussen? Ja, wir machen das dran. Wir müssen ja etwas entscheiden und haben jetzt so entschieden. Und ihr aber ich nicht. Ja. Vielleicht gehen wir sogar nächste Woche das nächste Rennen. Dann nimmt man sie mit wieder. Und wir werden es heute Abend schön haben, werden noch etwas Fernsehen schauen zusammen oder so. Nein. Ja. Nein. Wir haben da drin keinen Fernseher. Ja, wir gehen heim. Und die heim gibt es Fernsehen. Schauen wir einen schönen Film zusammen. Ja. Das letzte Wort hat der Papi. Komm, mein Papa. Voll Tanja geht zurück auf Wetzikon und sich ausruhen. Was sie jetzt noch nicht weiss, am Rennen mit der Leica ist sie Erste geworden. Rangverkündigung am Wettkampf in Mailand. Ein Team aus Finnland ist erst geworden. Die Cool Dreams hoffen auf einen Podestplatz. Zweit sind tatsächlich die Ladybirds aus Italien geworden. Und dritt sind Cool Dreams. Genau das haben sie sich erhofft. Gratuliere! Trainerin Svenja ist stolz auf das Team. Ja, schon. Vor allem, weil sie eigentlich wirklich das zeigt, was sie können. Vielleicht noch etwas mehr. Gratuliere! Oder Dario, der Captain, ist sehr zufrieden mit der Leistung von seinem Team. Dass wir, weil wir auch so viel trainiert haben, hat sich jetzt eigentlich das Ganze auch gelohnt. Ein paar Tage später am Hundeschlittenrennen in den Lenk. Der Papi von Anja hat sein Versprechen eingehalten. Anja startet mit der Leica am Rennen. Allerdings ist es etwas speziell. Sie hat nämlich keine Konkurrenz. Also, jetzt ist das Rennen eigentlich. Also ich kann auch starten, aber eigentlich bin ich noch zu jung. Aber heute haben sie eine Ausnahme gemacht, dass ich es auch mal ausprobieren kann. Und die Strecke ist, glaube ich, so ungefähr 2 Kilometer, glaube ich. Tanja hat bis jetzt nur bei Kinderrennen dürfen mitmachen. Für ein richtiges Rennen müsste sie normalerweise 17 sein. Jetzt kann sie wenigstens mal ausprobieren, wie es wäre, bei den Grossen zu starten. Also ich bin schon aufgeregt, aber es geht ja eigentlich um nichts. Also ist eigentlich nicht so schlimm, aber aufgeregt bin ich gleich. Ich will so viel zuschauen, einfach, wenn ein Fehler passiert oder so. Unter den Zuschauern sind auch die Eltern und die jüngeren Geschwister von Anja. Und der Roger Schneider. Er ist der Rennleiter hier und er entscheidet, ob Anja nächstes Jahr für die Junioren vom Verband starten kann.
Ich habe sie bereits im Trainingslager gesehen, im Urnenboden. Und es sieht vielversprechend aus für unseren Nachwuchs. Das ist sehr gut. Dass er jetzt zuschaut, macht Anja natürlich noch nervöser. Sie ist gespannt, was er nach dem Rennen sagt. Tanja ist sehr zufrieden mit ihrer Teampartnerin, der Leica. Am Anfang ist sie sehr gut gelaufen. Dann in der Mitte hat sie mal ein bisschen langsamer geworden. Aber dann beim Zurück, also ist sie dann wieder schneller geworden. Ist gut gegangen. Es ist immer schön, die eigene Tochter zu sehen, wie sie da mit der Leica durchläuft. Und eben auch die Leica, wie sie gut gelaufen ist, hat mir gefallen. Und nein, es war wirklich schön gewesen. Wir sind stolz als Eltern. Das wichtigste Urteil fehlt noch. Der Rennleiter entscheidet ja jetzt, ob Tanja nächstes Jahr bei den Junioren starten darf. Tanja ist gespannt. Wir haben schon gesehen, dass sie sicher in einem Jahr so weit wird sein, dass sie mal teilnehmen kann. Ja. Das ist ganz sicher. Tanja freut sich. Das ganze Training mit der Leica hat sich gelohnt. Nächstes Jahr dürfen die beiden endlich bei den richtigen Rennen mitfahren.